Ich finde das gut, wie wir kommunizieren mit unseren Spam. Gut, ist bei dir irgendwas passiert gerade? Bei mir sind gerade mega Flammen aufgegangen und ich kann jetzt die Runen in der Mitte benutzen. Oh ja, bei mir sind jetzt Runen in der Mitte am Leuchten und da ist auch immer eine ganz große Rune auf dem Boden. Ich habe mich auf den Opferaltar gestellt, vielleicht opferst du mich. Ja, nice. Okay, ich kann jetzt hier auf jeden Fall, kann ich Runen drücken. Kannst du mir irgendwie Daten durchgeben, welche Runen ich drücken könnte, aber... Sind das zufällig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Runen, die du drücken musst? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Warte, ne, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nein, ich habe nur 8. Ich auch, ich bin nur so dumm zu zählen. Ist das bei dir auch so in einem Kreis angeordnet? Jo. Gut, dann fange ich einfach mal mit der Rune Richtung Eingang an, ja? Ja. Das sind zwei aneinanderliegende Ws, die quasi an den unteren Teilen zusammenliegen. Oder zwei X übereinander geht auch. Also zwei X'e nebeneinander. Kommt auf die Perspektive an, bei mir stehen sie übereinander. Ja, okay, ich drücke jetzt drauf. Okay, dann die Rune links davon ist prinzipiell zwei M's, die aufeinander stehen auf den Füßen. Ja, das ist bei mir auch die Rune links davon. Also ich glaube, das könnte vielleicht genau dasselbe sein, aber... Gut, dann habe ich da eine Rune, das sind so, ich würde es als Stealth Bomber quasi so identifizieren. Das ist quasi einmal ein X, auf den jeweils ein Karo in der innenliegenden Seite ist. Ja, habe ich auch. Der war auch direkt daneben. Dann kommt ein Fisch. Ja. Dann kommt ein Strich durch ein X, durch den ein Strich geht und darunter ist ein Blitz. Yo, hab ich auch. Bei mir fängt hier so langsam alles an zu brennen. Also nicht alles, sondern so ein Ding hier. Yo, tut's bei mir auch. Dann kommt als nächstes quasi eine Sanduhr. Ja, und als nächstes kommen zwei gegenüberliegende Eurozeichen. No. Bei mir ist, also nach dem Blitz kommt die Sanduhr und nach der Sanduhr kommt das X mit einem durchgezogenen Strich in der Mitte. Also in der Mitte quasi horizontal gesehen. Ja, okay. Und dann als nächstes ist ein Kreis mit einem Strich durch, richtig? Ich weiß nicht, ob das ein Kreis ist, aber ja, könnte man so sehen. Ja gut, ich habe jetzt alles gedrückt, aber irgendwie ist hier noch nichts so richtig passiert, aber... Leuchten die jetzt bei dir auch so crazy? Ja, ja, die leuchten bei mir und da ist auch so ein mehr oder weniger so ein Feuerkreis fast komplett drum gezogen. Over. Ja, okay, dann hört sich das so an, als würden wir wahrscheinlich irgendwie eine Rune falsch haben. Dann beschreib du mir die nochmal von Anfang links rum quasi. Okay, das erste sind zwei X'e übereinander. Yes. Dann zwei M's übereinander. Dann ein X mit zwei Rauten an den Innenseiten. Aber die M's aufgestellt auf den Füßen jeweils, ne? Ja, ja, genau. Dann nach dem X mit den Rauten kommt ein Fisch. Dann ein X mit einem Strich durch und einem Blitz drüber. Dann eine Sanduhr. Dann ein X mit einem Strich durch. Und dann ein Kreis mit einem Strich durch. Ja, habe ich genauso.
Das Einzige, wo ich mir vielleicht vorstellen könnte, dass unsere Meinungen auseinandergehen, ist das X mit den zwei Rauten. Naja, aber ich habe ja nichts anderes, was hier in der Nähe rumsteht, was so ähnlich aussehen könnte. Ja, okay, dann, wenn du wirklich nur so einen Pool aus gewissen Runen hast, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber dann sollte das erstmal passen. Müssen wir dann irgendwas anderes tun? Weiß ich nicht, also ich kann auch immer nur, sobald ich eine Rune aktiviere, kann ich auch immer nur die Rune direkt zur rechten oder zur linken nochmal aktivieren, also weiter aktivieren. Das heißt, ich kann gar nicht so quer... Oh, warte, 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 Moment. Ich weiß die Reihenfolge, die du aktivieren musst. Soll ich anfangen, die Reihenfolge durchzugeben? Ja, bitte, bitte. Ich hab's jetzt gerade in dem Moment auch verstanden, dass man die auch so quer hin und her machen kann, weil das sind so Striche bei mir. Aber gib die Reihenfolge durch. Also die Reihenfolge, die bei mir auf dem Boden gezeichnet ist, erstmal die Doppel-M. Ja. Dann die rechts davon, die X. Mhm. Dann der Fisch. Ja. Dann das Doppel-X beim Anfang. Das ging nicht. Ich kann nach dem Doppel-X Fisch nicht nochmal Doppel-X machen. Nochmal bitte. Also ich kann nicht zurückgehen. Wenn ich zurückgehe, dann funktioniert das nicht. Ich muss quasi noch zu einem was anderem gehen. Over. Aber inwiefern gehst du zurück? Ja, wenn ich vom Doppel-X zu dem Fisch gehe und von dem Fisch wieder zum Doppel-X, das geht nicht. Das habe ich auch noch nicht gesagt, oder? Hab ich? Doch, doch, das hast du so gesagt. Sorry, weil ich meinte von dem M zu dem X daneben mit den zwei Karos und dann zu dem Fisch und von dem Fisch dann zu dem Doppel-X. Ja, alles klar, da bin ich jetzt. Over, du bist... So, dann zur Sanduhr. Ja. Durchgestrichenes X. Ja. Und dann zum Kreis mit dem Stäbchen durch. Ja. Und dann einmal finishen mit durchgestrichenes X mit Blitz. Jo, hat funktioniert. Nice. Ist das noch? Also meine Tür ist gerade aufgegangen. Ich bin jetzt in einem Treppenhaus. Over. Ja, bei mir sind mehrere Türen. Ich suche gerade die Tür, die aufgegangen ist. Nein, die sind auch alle zu. Hm. Also ich habe gerade einen Schalter hochgedrückt, den ich nicht mehr runterdrücken kann. Und jetzt sollte vielleicht irgendwas passiert sein. Oh, ist auch... Hier ist einfach so eine Krypta aufgegangen. Jetzt bin ich in der Krypta. Wir sind damit zu. Oh fuck, meine Treppenstufen verschwinden langsam. Oh Gott, ich hab ja ein Kreuz mit Sachen drauf. Jordan, wir müssen uns beeilen, mein Boden verschwindet langsam. Ich hab hier ein Kreuz, also so ein Jesuskreuz. Da ist unten eine Kompassnadel drauf, die nach oben führt. Hast du sowas bei dir in der Nähe oder ist die Krypta vielleicht so aufgebaut, over? Eigentlich überhaupt nicht. Ich verstehe gerade den Zusammenhang nicht. Weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall ein Kreuz hier und da ist ein am unteren Ende ist eine Windrose. Over. Okay, ich verstehe jetzt, was ich machen kann. Ich habe hier 7 Altare auf den Würfel liegen, auf denen ich Symbole aussuchen kann. Okay, ist eins davon ein Pentagon? Bestimmt. Ich fange einfach mal beim Würfel ganz rechts an. Da ist ein Kompass drauf. Okay, Kompass. Denn wenn der Kompass nach Norden zeigt, müsste er zum Pentagon zeigen. Over. Ja, der Kompass zeigt nach oben und auf der gegenüberliegenden Seite ist das Pentagon. Kannst du da irgendwas drücken?
Ich habe den Würfel jetzt genommen und auf den Sarg gelegt. Und es hat gemacht. Ja, ich hab's gehört. Scheiße, das wird hier echt eng. Also du musst vom Pentagon mit der Spitze nach oben, musst du zum Pentagon mit der Spitze nach unten, auf jeden Fall. Over. Pentagon zu Pentagon? Ja, Pentagon zu Pentagon. Habe ich draufgelegt. Okay, dann brauche ich noch ein Viereck und ein Dreieck mit Spitze nach unten und ein Dreieck mit Spitze nach links. Beeil dich bitte, mein Boden geht jetzt weg. Fuck, 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 fuck. So. Ja, ich bin jetzt tot, ich sterbe jetzt. Ich weiß ehrlich gesagt. Tja. Ich weiß nicht, ob wir das richtig gemacht haben. Ich auch nicht. Also, wie gesagt, es ist ein Kreuz da. Also ein Jesuskreuz. Und da ist am unteren, das ist in 7 Segmente eingeteilt, ne? Oder hat in 1, 2, 3, 4, 5, 6, in 6 Segmente, glaube ich. Ich bin mir gerade unsicher. 7 ergibt mehr Sinn, weil ich 7 Würfel habe. Ja, aber warte, ich hab einmal. Wahrscheinlich ist es das Failure-Geräusch und wir haben es einfach vercheckt. Ich glaube, es sind aber nur 6. Und das untere Ende ist auf jeden Fall ein Kompass. Und naja, egal, ich mach mal ready. Als ob wir das jetzt nochmal neu machen müssen. Also ich bin jetzt wieder im Dingens drin, ne? Ich bin wieder im Treppenhaus. Ich bin wieder in dem Raum mit den Ruhen und die Krypta ist wieder zu. Ah so, okay. Oh fuck. Ja, toll. Mein Boden ist aber schon weg. Ich kann den Schalter nicht drücken. Ja, ist eine andere Krypta aufgegangen. Das ist anscheinend random. Fuck, bei mir, denn mein Boden geht auf jeden Fall gerade schon wieder weg. Wir müssen uns beeilen. Ich bin auch schon in der Krypta. Was soll ich jetzt erstes drauflegen? Also, ich habe auf jeden Fall. Ich habe verstanden, wenn das ein Jesuskreuz ist, ist das prinzipiell das Layout, um Würfel zu falten. Wir müssen den Würfel finden, den das exakt entspricht. Ah, ja, ja, ich verstehe es, ich verstehe es. Alles klar. Okay, also ich habe in der Mitte vom Kreuz. Ist die Kompassnadel. Oberhalb, also die Kompassnadel zeigt auf einen Würfel? Nein, die Kompassnadel zeigt auf ein Dreieck, was nach rechts schießt. So, erster Würfel. So, nach rechts. Und rechts davon ist dann Pentagon, was nach unten zeigt. Naja, das kann ich nicht sehen, weil bei mir nicht. Ja, okay, ich versuche einfach mal den. Okay, da war es anscheinend nicht. Hat sich irgendwas bei dir geändert? Ja, der Boden geht schneller weg. Der Kompass zeigt auf ein Dreieck, ne? Der Kompass zeigt auf ein Dreieck. Ah ja, warte, ich muss den gerade für mich mal selber zusammenbauen, also so im Kopf. Also der Kompass zeigt auf ein Dreieck und das Dreieck zeigt auf ein weiteres Dreieck, was wiederum auf ein Pentagon zeigt. Over. Gegenüberliegend vom Kompass ist ein Pentagon. Over. Fuck, 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 fuck. Dreieck auf ein Dreieck, ne? Genau. Kompass zeigt auf Dreieck, Dreieck zeigt auf Dreieck, Dreieck zeigt auf Pentagon. Ja, es ist weg. Das eine Ding ist weg, das erste Ding ist weg. Okay, ich bin beim nächsten. Okay. Das nächste ist, Kompassnadel zeigt auf Dreieck. Moment, ich muss eine neue Krypta finden. Meine Krypta ist aufgegangen. Ich denke, ich brauche die nächste Krypta. Ja, hier ist eine Krypta offen. Moment. Beeil dich bitte.
Okay, Kompassnadel zeigt auf Dreieck. Dreieck zeigt auf Pentagon. Und das Pentagon liegt dementsprechend gegenüberliegend dem Kompass. Und zwei Dreiecke müssten auf das Pentagon zeigen. Over. Fuck. Got it. Jo, es ist weiter aufgegangen. Okay, geh du schon mal zur nächsten Krypta. Ich geh zum nächsten Ding hier. Alles klar, also Kompassnadel zeigt auf... Oh Gott, warte, worauf zeigt die Kompassnadel? Warte, ich muss den kurz zusammenbauen. Kompassnadel zeigt auf... Kompassnadel zeigt auf Viereck. Und zwei Dreiecke zeigen auf die Kompassnadel. Okay, es gibt zwei Kandidaten. Moment. Das müsste sein. Nein. Fuck, fuck. Ich habe eine Penalty. Moment. Also gegenüber vom Kompass ist ein Pentagon. Und die Kompassnadel zeigt auf ein Viereck und es ist offen. Es ist offen. Ich fasse es nicht. Geil, Mann. Es ist offen. Es ist offen. Ja, also ich hatte eine 50-50-Chance und habe dann einfach den Anwürfel genommen, weil er auf deine Beschreibung passte und dann andere anscheinend auch. Boah, ich muss erstmal einen Schluck trinken gerade. Boah, da schließe ich mich an. Oh, ich habe nichts mehr. Mein Raum für mich zu erquetschen, Sascha, du musst irgendwas tun. Will er dich immer noch zerquetschen? Ich glaub nicht. Nö, hat angehört. Ah, gib mir noch! Gut, also ich kann den Händel anhalten. Aber wenn ich den Händel loslasse, dann muss ich irgendwas tun. Also was siehst du in deinem Raum? Hier ist ein Porträt vom König. Gegenüber ist ein Porträt vom König. Hier sind Ritter. Die Ritter sehen alle ein bisschen anders aus. Fängt irgendwie da Hilfe? Ich überlege gerade. Ich kann mich halt gerade nicht bewegen. Sorry, weil wenn ich mich bewege, lasse ich das Rad los. Also prinzipiell, das ist das Einzige, was ich mir denken könnte, was es ist. Es sind halt vier Ritter mit vier verschiedenen Waffen. Also ich habe hier auf jeden Fall hinten irgendwelche Räume stehen. Und ich könnte in die Räume reingehen, aber dann geht das Ding wieder los, ne? Ich sag mal so, worst case, du hättest halt zerquetscht, dann musst du dir halt mal die Räume angucken. Weil es bringt ja nichts, wenn ich jetzt einen Raum beschildere und wir nicht wissen, was zu tun. Gut, pass auf, dann renne ich jetzt mal los und versuch das mal. Ich gehe jetzt in den ersten Raum. Also ich habe hier einen Ritter, ich habe hier ein Wappen, ich habe hier Wappen mit Ritter. Was hat der Ritter in der Hand? Die haben alle gar nichts in der Hand. Ich habe hier aber ich habe aber verschiedene Wappen, also sind verschiedene Tiere. Welches Tier? Geht gerade die Wand wieder weg von dir? Du hast wieder zurückgezogen, nice. Gut. Also ich habe da, ich habe gerade nur flüchtig draufwerfen können. Ich habe da irgendwie so einen Dachs, habe ich gesehen, und einen Löwen und ich glaube einen Vogel auch irgendwo. Ja, also ich kann dir die Wappen beschreiben, die habe ich auch. Also es ist einmal, ist das, ich glaube, soll ein Wildschwein sein, was ein Schwert in der Hand hat. Das andere ist ein
Dachs, der ein Buch in der Hand hat mit einer Krone drauf. Das andere ist ein Löwe wahrscheinlich mit einer Krone. Und das letzte ist ein Adler mit einer Schärpe wie ein Papst. Und da sind immer Statuen bei dir drunter, die haben Waffen in der Hand, ja? Weil ich habe hier nämlich lose Waffen liegen und die Statuen haben keine Waffen in der Hand. Das heißt, ich könnte vielleicht die Waffen den Statuen zuordnen. Das hört sich doch erstmal richtig an.